Herr Bürgermeister Eisel, 974 offene Bauakten bei Ihnen am Gemeindeamt. Wie konnte das eigentlich passieren? Wie es ganz genau passieren konnte, kann man natürlich jetzt in so kurzer Zeit nicht genau nachvollziehen. Es ist aber der Anschein, dass einfach die Verwaltung bzw. der Bauamtsmitarbeiter mit dieser Sache überlastet gewesen ist. Die Hilferufe oder die stillen Hinweise, die er gegeben hat, nicht zur Kenntnis genommen worden sind von der Führungsetage und dadurch dürfte das zustande gekommen sein. Was heißt das jetzt für die betroffenen Menschen in der Bevölkerung? Für die Betroffenen heißt das, da man, ich sage es jetzt mal unter Anführungszeichen, beruhigt sein kann. Es ist jetzt einmal alles da, die Akten sind da. Wir werden das jetzt sichten, werden in Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft die ganzen Sachen schauen, dass wir es so rasch wie möglich aufarbeiten. Jetzt einmal als Ersten anschauen, was ist Priorität 1, 2, 3, 4, 5. Da wird es eine Einteilung geben und dann wird die Gemeinde bzw. die der zuständigen Sachbearbeiter auf die Betroffenen zukommen und das erledigen. Und was ist das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man jetzt in so einer Situation ist? Es ist ganz schwer, jetzt wirklich nach so wenigen Tagen das zu sagen, aber wir werden das auf alle Fälle bürgerfreundlich und zielorientiert aufarbeiten. Sie sind jetzt ein Dreivierteljahr im Amt. Haben Sie es schon bereut, dass Sie sich darauf eingelassen haben, weil damit konnten Sie ja nicht rechnen? Es hätte auf alle Fälle bessere Staatsvoraussetzungen geben können, als wir vorgefunden haben, das ist ganz klar. Aber ich stelle mich dieser Aufgabe und ich habe Gott sei Dank große Unterstützung, auch von den anderen Fraktionen, wo ich mich auf diesem Wege herzlich bedanken möchte dafür. Ich habe große Unterstützung am Amt, aber auch natürlich vom Land Oberösterreich und von der Bezirkshauptmannschaft und gemeinsam werden wir das schaffen. Und womit müssen die Verantwortlichen rechnen? Schuldzuweisungen zu machen, das ist nicht meine Aufgabe. Wir haben die Aufgabe jetzt, das zu erledigen, das zu abwickeln, das auch mit den Bürgern zu abwickeln. Was dann unterm Strich rauskommt, wird andere regeln müssen. Herr Bürgermeister, danke.